Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am Freitag war es soweit. Am Freitag war ich offiziell genau ein Jahr hier in dieser Werkstatt. Und genau aus dem Grund habe ich mir mal überlegt, ich zeige dir mal meine Werkstatt, wie sie jetzt so nach einem Jahr aussieht. Es gibt nämlich nicht nur dieses Video, es gibt das Video, in dem ich dir die Werkstatt hier gezeigt habe, als ich hier neu eingezogen bin. Schau dir das vielleicht vorher an, ich verlinke es dir mal oben rechts im Eck, denn die Unterschiede sind mittlerweile ganz, ganz abgefahren. Schaut es euch zuerst mal an, wie es vorher ausgesehen hat und dann schaut ihr euch am besten dieses Video an, denn wie gesagt, ich bin selbst manchmal so ein bisschen erschrocken, wie es hier drin vorher ausgesehen hat. Wir fangen hinten am Eingangsbereich an. Das hier ist der Eingangsbereich zu meiner Werkstatt, aber das ist auch nicht nur der Eingangsbereich, das hier ist so ein bisschen der Metallecken, denn ich habe hier drin nicht nur Holzmaschinen, ich habe hier drin auch Metallmaschinen stehen und weil es halt ein bisschen gefährlich ist, beide Maschinen auf einem großen Flecken zu benutzen, habe ich das so ein bisschen unterteilt. Also, wir befinden uns jetzt hier in meinem Eingangsbereich. Hier kann ich theoretisch auch mit einem Auto oder einem Anhänger reinfahren, weil das vorne aber ein bisschen eng um die Ecke ist, mache ich das normalerweise nicht. Ich kann hier mit dem Anhänger rein, wenn ich was Großes transportiere oder reinschiebe oder Material anliefere, aber normalerweise bleibt der Anhänger einfach direkt vor der Werkstatt stehen. Ich habe hier außerdem mein Materiallager für die Metallwaren, denn hier in diesem Ecken bzw. in der Hälfte von der Werkstatt befinden sich so meine ganzen Metallmaschinen. Hier in diesem Eingangsbereich finde ich so unfassbar toll, dass ich einfach mal die Möglichkeit habe, mit einem Palettenwagen irgendwie schwerere Dinge hier hinzustellen. Ich kann auch einfach mal, zum Beispiel jetzt vergangenen Samstag haben wir ein paar Maschinen abgeholt, ich kann einfach mal die Sachen schnell hier drin abladen, kann sie danach wieder in mein Lager normal räumen und habe einfach hier so eine Zwischenlagermöglichkeit. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Hier daneben seht ihr auch schon was anderes, was ich eigentlich schon viel zu lange lagert, und zwar ist das das Bettgestell vor meinem Sägewerk. Genau vor dem Materiallager steht das Ganze. Das Sägegatter, das werdet ihr aber auch gleich noch in der Halle sehen. Das werde ich euch dann auch noch kurz zeigen. Wie gesagt, dort steht das Ganze. Steht auch noch ein bisschen Eichenholz für ein paar Projekte, die ich noch so geplant habe. Und das war es tatsächlich eigentlich auch schon mit dieser Ecke hier. Hier vorne befindet sich so eine kleine Waschanlage. Das ist speziell cool, wenn man ölige Teile, die man irgendwie schweißen möchte oder man hat irgendwie was gewartet. Damit kann man das halt eben sauber machen. Das ist einfach ein 200-Liter-Fass mit Kaltreiniger unten drin. Und ja, ist ganz praktisch, benutze ich aber nicht so gut. Das ist so die Kategorie von Werkzeug, besser haben als brauchen. Direkt daneben steht auch schon meine Horizontalfräse. Das hier ist die Horizontalfräse. Darüber gibt es auch ein eigenes Video. Deswegen, wenn du mehr Informationen haben möchtest von dem Teil hier, dann schau da gerne das eigene Video an. Grundsätzlich habe ich eigentlich zu fast allem, was hier drin steht, ein eigenes Video gemacht. Ich werde es jetzt nicht jedes Mal erwähnen. Schau einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du dann weitere Videos. Die Horizontalfräse benutze ich tatsächlich mittlerweile relativ oft. Es ist halt echt toll. Man kann, wenn man zum Beispiel einen Passstift versenken möchte, kann man hiermit sehr, sehr genau bohren. Man hat eine tolle Kühlung und man hat einfach eine tolle, man kann eine tolle Vorschubbewegung auf das Material bringen. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Maschine. Einmal eine Kleinigkeit zum räumlichen Verständnis, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich habe gerade in die Richtung gefilmt. Das ist der Blick, den ich in die Werkstatt rein habe. Auf der rechten Seite ist so ein bisschen meine Metallbude. Hinten der große Klotz ist der Maschinenpark mit den Holzmaschinen. Und auf der Seite befindet sich noch ein Lager. Wir gehen jetzt aber als erstes in die Metallbude. Hier steht noch die Horizontalfräse und dann sind wir auch schon in meiner kleinen Schweißerbude. Das ist wirklich sehr, sehr toll, denn ich habe einfach so die ganzen Funken so ein bisschen in diesem Raum hier gebündelt. Hier ist zwar ein großer Durchgang und auf dieser Seite auch, aber das ist nicht so schlimm, denn auf dieser Seite hier befindet sich fast gar nichts auf dem Boden. Sägespäne fallen dort auch nicht so wirklich an, deswegen ist das nicht so schlimm. Und dort vorne ist eh so gut wie nichts, was wirklich brennbar ist. Deswegen ist hier die Lage von dem Schweißräumchen hier in dieser Ecke wirklich ideal. Tatsächlich habe ich erst vor einer Woche meine komplette Werkstatt so ein bisschen umgeräumt, denn ich musste einfach mal so ein bisschen schauen. Mit mehr Maschinen und anderen Maschinen muss man halt manchmal so ein bisschen rumräumen, damit man sie alle noch sinnvoll benutzen kann. Deswegen habe ich auch jetzt meine Drehmaschine von dieser Wand an diese Wand hier gestellt, denn ja, das ist einfach so ein bisschen entspannt hier drin dann zu arbeiten, weil man den Platz ein bisschen besser genutzt hat. Ich habe mir aber auch extra für die Drehbank noch ein eigenes Regal gekauft. Das werde ich dir kurz zeigen. Das ist nämlich ganz cool. Das ist nämlich aus einer alten Druckerei. Das ist ein Setzschrank, in dem ich jetzt meine ganzen Werkzeuge drin lagere. Das ist hier oben noch nicht so aufgeräumt. Wie gesagt, ich bin beim Umräumen auch noch nicht so ganz fertig. Wie gesagt, das hier ist der Setzschrank. Wir haben hier insgesamt 75 Schubladen, wirklich für Kleinteile. Das ist wirklich ideal, um mal hier mal einen Messschieber reinzupacken. Oder was haben wir hier auf der Seite? Ein paar Drehmeißel. Das sind jetzt die Drehmeißel, die ich öfters benutze. Jetzt zeige ich euch mal eins von meinen Lieblingsfächern tatsächlich hier drin. Und zwar ist es das hier mit den Gewindeschneidern.
Ich hatte die vorher in solchen Kunststoffbehältern drin und so habe ich halt jetzt einfach einen schönen Blick auf die ganzen Gewindeschneider, die ich halt eben habe. Wenn mir einer fehlt, sehe ich das und wenn ich sie halt eben auch mit Handschuhen nehmen möchte, komme ich da auch sehr, sehr gut dran. Die Gewindeschneider und anderes Werkzeug, wie Drehmeißel zum Beispiel, hatte ich vorher auch teilweise hier in diesen Kästchen gelagert. Es war für den Anfang vollkommen okay, besser als gar nichts, aber hier dieses Regal ist halt besser geeignet dafür, weil man kann halt einfach eigene Schubladen wirklich nur mit dem gleichen Werkzeug befüllen, wie zum Beispiel innen drehen, Außengewinde schneiden, Innengewinde schneiden. Das ist halt alles schon so eine Arbeitsgruppe, die man in eine eigene Schublade packen kann. Das ist wirklich echt praktisch. Ich bin aber immer noch ganz happy mit diesem Regal. Hier befinden sich jetzt so meine ganzen Beilagscheiben. Da bin ich auch stetig mein Sortiment am Vergrößern. Also auf der Seite befinden sich die Beilagscheiben und auf der Seite die größeren Schrauben. Auf der Seite waren wir gerade, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier sind so die größeren Schrauben. Ja, das ist ganz praktisch, wenn man mal irgendwie eine Vorrichtung baut oder eine kleine Maschine. Das ist ganz cool. Aber auch hier ist alles noch nicht so wirklich organisiert. Das hat noch Potenzial nach oben. Aber alles zu seiner Zeit. Ich habe nämlich gemerkt, es ist irgendwie was anderes, wenn man das ganze Zeug selbst kaufen muss und man nicht in einem Betrieb arbeitet, wo man zum Chef laufen kann und kann sagen, hey, kauf das mal. Das habe ich gemerkt. Mehr passiert dort eigentlich gar nicht drin, außer schweißen und Drehteile anfertigen. Das passiert hier drin. Hier ist dann auch noch so ein bisschen Holzlager, wenn wir dann auch gleich in den Holzbereich übergehen. Genau, da habe ich hier mir auch erst vor kurzem ein Regal gebaut, dass ich halt eben meine ganzen Metallreststücke mal reinlegen kann. Denn gerade als ich angefangen habe, mehr die Drehbank zu benutzen, war das hier echt Gold wert, denn ich habe einfach gesehen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch dieses fette Teil an 75er Rundmaterial. Ja, und dann vielleicht hier noch ein bisschen, was ist denn das, 44er Rundmaterial. Ist noch alles gut und schön. Ich habe gute Draufsicht, was ich alles an Material hier habe. Bin ich wirklich super happy mit. Natürlich muss man das Material auch irgendwie zuschneiden können. Und genau aus dem Grund befindet sich auf der anderen Seite meine Kaltkreissäge. Damit schneide ich so meine ganzen Metalle. Ist eine wirklich sehr, sehr schöne Maschine. Man hat eine Kühlung direkt auch dabei. Und sie ist halt sehr, sehr genau. Habe ich damals defekt gekauft und aus dem Grund war es halt eben ein bisschen günstiger. Ja, ich möchte sie nicht mehr missen. Ein klitzekleiner Zwischeneinspieler und zwar gehen wir jetzt in mein Lager. Da will ich gar nicht so viel zeigen. Hier ist nämlich eigentlich gar nichts passiert. Es ist schön, einen eigenen Raum zu haben, wo die ganze Unordnung so ein bisschen separiert ist. Ja, das ist immer noch das Riesenregal. Das ist voll bis oben unter die Decke. Hier sind noch 20 Regale, die sind auch voll bis unter die Decke. Ja, meine kleine Rumpelkammer. Aber besser haben als brauchen, ne? Das hätte ich vergessen. Hier steht noch meine Hobelmesser-Schärfmaschine und eine Bandsägenblatt-Schärfmaschine. Hobelmesser-Schärfmaschine 1. Hobelmesser-Schärfmaschine 2. Ups, das ist schon wieder passiert. Also von der Metallecke gehen wir jetzt in die Holzecke. Vielleicht auch noch kurz was zum Platz. Hier dieser Holzbereich, der ist 10 x 10 Meter, sprich 100 Quadratmeter. Vorne der Eingangsbereich ist auch noch mal so in etwa 8 Meter lang und was sind das? 3,5 Meter breit plus das Lager plus die Metallecke. Das heißt, ich habe hier so roundabout 180, 190 Quadratmeter, die ich nutzen kann. Reicht fast noch aus. Einiges hat sich auch hier wieder in der Werkstatt in dem Holzbereich getan. Ich werde jetzt einmal gegen den Uhrzeigersinn hier einmal durch den Raum gehen und dir auch einmal alles zeigen, damit du weißt, was hier so rumsteht und was ich mir hier so angeschaffen habe. Diesen Bereich hier werdet ihr wahrscheinlich kennen, denn hier haben schon viele Videos gestartet. Hier diese French-Gliedwand war auch tatsächlich eines der allerersten Projekte, die ich hier drin umgesetzt habe. Es war ganz praktisch, denn am Anfang war hier ja gar nichts drin und so hatte ich die Möglichkeit, meine ganzen Werkzeuge, die ich sowieso für alle Projekte eigentlich grob gesagt brauche, direkt so ein bisschen verstauen konnte. Und tatsächlich habe ich es in diesem ganzen Jahr nicht hinbekommen, hier eine vernünftige Werkbank zu bauen. Das hier ist immer noch das Provisorium von vor einem Jahr. Aber nochmal ein Jahr wird das hier so nicht hier bleiben. Ich habe ja sogar schon die Holzplatte für die eigentliche Werkbank hier oben drauf liegen. Deswegen, ich werde auch in Zukunft mir noch eine gescheite Werkbank bauen. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir sammelt sich so extrem viel Verpackungsmaterial an. Ich habe hier noch meinen Werkzeugkanal und das ist abgefahren. Diese Kiste ist irgendwie jede Woche komplett voll. Und dann bringe ich es halt eben zum, Kartoncontainer. Deswegen ist der Freiraum unter der Werkbank ganz praktisch. Ich plane es tatsächlich nicht,
bei der Werkbank dann die unten drunter komplett voll zu bauen. Denn so ein bisschen Freiraum für so sperriges Zeug ist manchmal auch ganz gut. Eine Sache, die mir ganz wichtig war, denn ich habe schon andere Werkstätten gesehen, die auch groß waren, aber bei denen das so ein bisschen anders strukturiert war, und zwar sind das die Freiflächen. Ihr seht jetzt hier meine Werkbank, hier ist so der Eingangsbereich zu meinem Holzbereich und hier ist diese große Freifläche. Hier befindet sich mein Holzrestewagen, den kann ich sehr, sehr schnell wegschieben und dann habe ich eine sehr, sehr große Freifläche, damit ich halt an einem großen Möbel arbeiten kann. Wie gesagt, ich finde, es gibt nichts Blöderes, wie wenn man große Maschinen wegräumen muss, damit man eine Freifläche hat, um an einem großen Projekt zu arbeiten. Deswegen bin ich happy, dass ich hier diesen Bereich freigelassen habe. Aber wie ich mich kenne, ist die nicht mehr so lange frei. Ich werde auch noch nicht genau sagen, was für eine Maschine hier reinkommt. Ich kann nur so viel sagen, die wiegt irgendwie knapp 1,5 Tonnen. Wird aber auch ein eigenes Video dann geben, wenn das Teil hier mal drin steht. Man braucht dieses ganze Zeug. Also ich brauche es. Hier ist die Werkbank und hier ist auch quasi so der Durchgang zu meinen ganzen Holzmaschinen. Die werde ich dir aber auch gleich natürlich noch zeigen. Das hier ist derzeit noch so ein bisschen unstrukturiert, speziell der Kompressor, der soll auch noch in Zukunft seinen eigenen Platz bekommen. Ich habe auch extra so einen Druckluftabroller, habe es aber die ganze Zeit nicht fertig bekommen, den irgendwie manierlich festzuhängen. Weil ich mir noch nicht sicher bin, wo ich dieses Teil hinstellen soll, deswegen steht das derzeit hier. Wir gehen aber mal noch ein Stück weiter. Da ist noch meine Werkbank und jetzt sind wir quasi in der Hälfte von meiner Werkstatt, wo so die ganzen größeren Maschinen stehen. Das ist ganz praktisch, denn dann kann man eine große Absaugleitung die Werkstatt langlegen und kann die ganzen Maschinen anklemmen. Bei mir ist das nämlich ein bisschen tricky, denn in der Mitte der Werkstatt befindet sich ein sehr hoher Stahlträger. Und genau, das würde quasi so den Weg des Absaugrohres so ein bisschen versperren. Deswegen befinden sich auf der Seite der Werkstatt so die ganzen größeren Maschinen. Hinter mir befindet sich auch so ein bisschen Kram. Das ist einmal meine Schärfstation für die Drechseleisen. Richtig, richtig toll, kann ich jedem empfehlen. Mit einem Doppelschleifer, da braucht ihr kein Wasser nachfüllen. Es geht auch relativ fix, die Drechseleisen zu schärfen. Ist wirklich toll. Hier befindet sich mein Staubsauger. Darüber gibt es auch ein eigenes Video, wie ich den selbst gebaut habe. Und dann befindet sich hier noch meine alte Absauganlage. Die wird aber in Zukunft sehr wahrscheinlich von diesem Teil hier abgelöst. Die ist ein bisschen größer. Die soll mir den ganzen Staub hier aus der Luft rausziehen. Genau, das dauert aber noch ein bisschen, bis die läuft. Jetzt schauen wir auch einmal an die Decke. Das passt gerade dazu. Da habe ich einmal richtig, richtig geile Beleuchtung von der Firma Luxlight. Der hat mir ausgerechnet, wie viele LED-Panels ich hier drin brauche. Und ich muss echt sagen, ja, es sind nicht zu viele, es sind nicht zu wenige. Mega toll, überall sehr, sehr tolles Licht. Ich merke mal, wenn ich aus dem Metallbereich hier rüberkomme, wie schön hell hier drin alles ist. Wirklich sehr, sehr toll. Das ist übrigens die Absaugleitung, die wird aber in naher Zukunft dann sehr wahrscheinlich ersetzt, denn die große Absauganlage, die darf man über sowas gar nicht laufen lassen. Ich weiß, kleinere Absauganlagen eigentlich auch nicht, aber die große hat wirklich zu viel Bums für diese 125er Rohre. Also, wir gehen noch ein Stückchen weiter in meiner Werkstatt und dann sind wir auch schon hier an dieser Wand. Hier befindet sich jetzt derzeit noch meine Drechselbank. Das ist so die Maschine, die hat nie einen wirklich festen Standpunkt, denn ja, wenn man sie fest irgendwo hinstellen möchte, wird sie tatsächlich zu viel Platz brauchen. Und so oft und so viel drechsel ich dann auch nochmal nicht, dass sich das lohnen würde. Genau, aber bald kommt sowieso ja noch eine Maschine, die wird dann in etwa hier hergestellt. Das wird ganz, ganz abgefahren. Dann wird es langsam echt ein bisschen knapp hier in der Werkstatt. Aber genau, dann wird auch hier diese Drechselbank wieder einen neuen Platz finden. Direkt daneben befindet sich meine Bandsäge. Das ist derzeit noch die einzige Bandsäge. Eventuell wird da auch noch irgendwann eine größere kommen, aber dann auch eine alte und keine neue. Genau, die ist noch von meinem Großvater, benutze ich super gerne. Eine sehr, sehr schöne Maschine. Dann habe ich auch erst vor ein paar Wochen hier diese Brennholzkiste quasi einen Meter weiter nach links geschoben. Denn vorher hat so das ganze selbstgeschnittene Massivholz daneben gestanden und jetzt habe ich es auf die Gitterbox draufgestellt. Bringt mir extrem viel Platz und ich habe ja sowieso einen Hochhubwagen. Da kann ich es halt auch einfach einen Meter höher heben und habe dafür nochmal einen Quadratmeter mehr an meiner Werkstatt an Platz. Ein klitzekleines Stück weiter seht ihr jetzt hier noch so ein bisschen die Rumpelecke hier in der Werkstatt. Da lagere ich so ein bisschen Drechselholz und so ein bisschen Krimskrams. Wahrscheinlich wird er auch noch in naher Zukunft irgendwie mal gut aussortiert. Und dann weiß ich nicht einmal, ob das gesamte Regal noch in der Werkstatt bleibt oder ob dort auch noch eher eine Maschine einfach hingestellt wird. Weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber das ist es halt jetzt derzeit. Das hier ist mein Blockbandsägewerk. Wie gesagt, ich bin froh, wenn das Ding hier endlich aus der Werkstatt draußen ist. Es hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, weil ich auch manchmal Arbeiten hier in der Werkstatt mache, die ich halt einfach nicht allein machen kann oder es halt nicht weiß, wie es geht. Bei dem Anhänger weiß ich jetzt aber, was ich machen muss. Ich habe mit dem TÜV gesprochen. Ich habe jetzt die Information, dass ich den Anhänger umbauen kann, damit ich das Sägewerk auch auf meinen Anhänger festbinden kann. Deswegen wird dieses Teil hier auch in naher Zukunft komplett fertiggestellt.
Genau, mein Sägewerk. Gibt es auch eine eigene Baureihe, in dem ich dir zeige, wie ich mir ein Sägewerk gebaut habe. Ganz verrückt. Daneben ist noch ein Palettenwagen. Da habe ich eine Kasse geschenkt bekommen von meinem Vermieter. Ist die nicht schön? Zum Verständnis. Hier diese Ecke hat jetzt am meisten Veränderungen abbekommen. Hier auf der Seite hat vorher ein Lager noch gestanden. So ein Lager, wie es jetzt im Eingangsbereich auch steht, wo das ganze Holz drauf liegt. Das Regal habe ich aber jetzt rausgeworfen, denn da musste der Langbandschleifer hin, weil ich hier drin alles ein bisschen umgeräumt habe. Jetzt habe ich quasi einmal eine komplette Wandseite hier frei, um noch eine Maschine hinzustellen. Da steht jetzt der Langbandschleifer. Hier diese komplette Ecke, also diese ganzen 5x5 Meter waren fast ungenutzt schon. Da hat mich das Sägewerk im Weg gestanden und noch so ein bisschen anderes Zeug. Nach der Umräumaktion gefällt mir eigentlich hier diese Ecken fast am besten. Und zwar hat hier vorher meine Couch gestanden. Die steht jetzt an der Wand und ich habe jetzt hier einen richtigen Durchgangsbereich, sodass ich auch hier wirklich noch gut lang komme und nicht immer hier um den Ecken rumgehen muss. Ich werde euch erst noch hier die Maschine zeigen und dann werde ich euch hier die Werkzeuginsel noch zeigen. Hier seht ihr meine Systembohrmaschine. Das ist im Moment die neueste Maschine, die in meiner Werkstatt dazugekommen ist. Darüber gibt es noch kein Video, das werde ich aber noch machen. Derzeit benutze ich sie noch nicht so richtig, weil die halt ein bisschen Druckluft braucht und man muss halt hier diese Auslegearme dran machen. Da braucht sie halt echt extrem viel Platz. Aber in Zukunft wird hier wahrscheinlich noch diese Filterpatrone wegkommen. Vielleicht kann ich die dann einigermaßen aufgebaut hier stehen lassen. Aber alles zu seiner Zeit. Einmal an der Couch vorbei sind wir jetzt hier an dieser Wand. Für euch zum Verständnis, hier hat vorher der Langbandschleifer gestanden. Der ist jetzt da hinten ein paar Meter rüber gerutscht. Ich habe jetzt aber hier den Anleimer hingestellt. Wenn ich den benutzen möchte, muss ich den hier nur ein kleines Stückchen rausziehen, damit halt der Drehteller hinten aufgesteckt werden kann. Aber das ist vollkommen okay. Das geht auch relativ zügig. Die Maschine ist ja sowieso auf Rollen. Deswegen steht die hier auf jeden Fall mal ein gutes Stück besser. Der Spindelschleifer steht jetzt noch hier. Der hat noch so nicht einen richtigen Spot, weil ich den nicht so oft benutze. Deswegen wird er auch wahrscheinlich noch in Zukunft einen anderen Spot bekommen, wo das Teil stehen muss. Da steht der Anleimer. Hier ist sowas wie eine kleine Trennwand. Hier steht auch einmal mal selbstgebauter Frästisch, der eigentlich fast nicht als Frästisch benutzt wird, sondern als mobiler Arbeitstisch. Und genau, hier ist mein Holzlager. Ganz am Anfang habe ich ja angesprochen, dass ich hier sowas wie einen Freiraum aufrechterhalten will. Und das kann ich damit ganz einfach machen. Wenn ich hier mehr Platz brauche, kann ich mein Holzlager einfach rüberrollen und habe hier wirklich einen großen Freiraum. Hier sind noch ein paar Maschinen. Und zwar ist auch hier wieder so ein Stahlträger, der das Ganze so ein bisschen begrenzt. Da habe ich hier einmal meine Säulenbohrmaschine stehen, meine Langlochbohrmaschine und meine Kappsäge. Meine Kappsäge konnte ich vorher nicht so richtig gut benutzen, weil ich keinen Freiraum hatte. Aber hier passt das ganz gut, denn hier diesen Platz muss ich sowieso freilassen. Auf der rechten Seite ist ja sowieso der Durchgang und so kann ich halt eben eigentlich immer etwas auf Länge zuschneiden. Denn eine Kappsäge ist cool, aber ich finde auch nur dann cool, also ich finde auch nur dann eine Kappsäge cool, wenn man wirklich hingehen kann und direkt was easy peasy drauflegen kann. Bei der Langlochbohrmaschine ist es auch ähnlich. Hier spannt man ja lange Teile ein, das bedeutet in die Richtung und in die Richtung muss ein bisschen mehr Platz sein und deswegen steht die hier auch ganz gut, denn hier wird eigentlich nichts anderes hinkommen und so habe ich hier immer direkt den Zugriff zur Maschine. Und kann halt eben ein Langloch fräsen. Und die Säulenbohrmaschine steht hier natürlich auch ganz praktisch. Jetzt kann ich hier direkt an allen drei Maschinen direkt arbeiten, ohne dass ich irgendwas umräumen muss. Hier seht ihr jetzt im Zentrum von meiner Werkstatt meine Tischkreissäge, die Hobelmaschine und der Tellerschleifer. Bei der Tischkreissäge und der Hobelmaschine speziell ist es so, dass sie eigentlich viel zu viel Platz in alle Richtungen brauchen, damit man immer alles so schneiden kann, ohne dass man irgendwas wegräumen muss. Wenn ihr zum Beispiel ein 2,5 Meter langes Brett mit der Tischkreissäge schneiden möchtet, braucht ihr vor der Tischkreissäge 2,5 Meter, hinter der Tischkreissäge 2,5 Meter. Und wenn ihr eventuell auch hier so einen Schiebeschlitten auf der Tischkreissäge habt, da braucht ihr auch noch nach links 2,5 Meter, weil ihr immer erst die eine Seite ja mal abschneiden möchtet oder müsst, damit man es gerade abschneiden kann. Deswegen steht das Ganze hier in der Mitte, damit ich halt eben genügend Platz in alle Richtungen habe. Bei der Hobelmaschine ist es nicht ganz so wild, da braucht man einfach nur Länge. Ich arbeite eigentlich so bis 1,80 Meter in etwa. Das bedeutet, vor und hinter der Hobelmaschine muss 1,80 Meter Platz sein. Deswegen steht sie auch hier im Zentrum. Da habe ich in alle Richtungen viel Platz und kann noch gut an die Maschine gehen und mit der arbeiten. Und fürs Material, das darf man ja auch nicht vergessen, ist dann auch noch genügend Platz, um es mal daneben zu legen. Aber bald kommt ja noch eine Maschine. Das wird ganz schlimm nochmal. Wie gesagt, da muss ich alles nochmal ein bisschen umräumen. Aber das gibt's bald.
Du hast jetzt vielleicht eine Frage zu meiner Werkstatt, dann schreib mir das doch sehr gerne mal unten in die Kommentare. Wenn es da genug Fragen gibt, dann kann ich mir auch vorstellen, hier vielleicht ein Frage-Antwort-Video speziell zu meiner Werkstatt zu machen. Aber es gibt auch schon andere Videos, wie zum Beispiel dieses hier. Da erzähle ich dir so ein bisschen was über die Finanzen, was hier so eine Werkstatt kostet und. Und wenn dich noch ein anderes Video von mir interessiert, wo wir ein bisschen was arbeiten und nicht so viel plappern, dann kann ich dir das untere Video empfehlen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und im nächsten Video sehen wir uns jetzt hier.